unterrichte an dieser Hochschule seit 2 Jahren und ich bin aufgefordert worden, als hier lehrender Künstler etwas über Skulptur zu sagen. Wo ich die Neusemester begrüßte, da habe ich eine Weltkugel gezeigt, weil das im Moment mich sehr beschäftigt. Dazu komme ich jetzt auch. Ich hatte behauptet, hier sind ja auch einige wieder da, die vor 3 Monaten da waren, die Arbeit wäre nicht fertig. Die wäre einfach nicht fertig, deshalb wäre das sehr aktuell, sehr gegenwärtig. Wahrscheinlich hat man mir nicht geglaubt. Kommt so ein Günther an und sagt, die Arbeit ist nicht fertig, das kennen wir schon, ist dann wohl fertig. Aber ich kann jetzt leicht beweisen, dass die Arbeit nicht fertig war, weil sie ist ja jetzt gewachsen. Eins weiß ich genau, wir sind nicht zufrieden mit dem, was da ist. Also vermehren wir die Welt. Und wenn wir die Welt vermehren, glauben wir, wir schaffen auch mehr Freiheit, wir schaffen mehr Lebensraum, wir schaffen mehr Glück. Und mich interessiert einfach nicht nur die Weltvermehrung in äußerer Hinsicht, also oft Afrika, oft Australien, oft Amerika, so oft es geht, weil da ist ja sonst viel mehr Wasser, was wir bis jetzt noch nicht erschlossen haben, will ich also die Welt auch nach innen bereichern. Ich will auch, dass Sie gleich merken, deshalb fand ich gar nicht so schlimm, dass das hier in einem so engen Raum stattfindet, dass diese Arbeit nicht davon lebt, dass ich sie jetzt quasi in einer Weise vorführe, sondern diese Arbeit ist auch dann wieder als Ding in dem heute Morgen besprochenen Sinne wenigstens von mir so gedacht, dass es ein Ding wird, was über sich hinaus spricht. Was mich hier vor allem daran interessierte, diese Vielschichtigkeit der einzelnen Teile, die dabei rauskam, und die, diese Verbindung plötzlich zur Malerei, die ja auch für Bildhauer eine, für Bildhauer schon wieder diesen aufoktuierten Begriff, sehen Sie, wie das dann im Laufe der Zeit doch in einen übergeht. Dabei wollte ich ja immer nur Künstler sein. Weil man hier plötzlich mit Flächen zu tun hat, die dann wieder umschlagen in Plastik. Aber es ist keine, ist eigentlich als Plastik ein Unding, weil es immer nur Flächen sind. Ein weiteres Kriterium für die Arbeit ist ja, weil ich wusste, ich wollte die hier auch in dieser Weise vorführen, war ein weiteres Kriterium, dass ich eingegrenzt war in der Größe. Es muss eine Körpergröße sein. Der Herr Raimund Stecker sprach eben auch davon, dass es vielleicht in der Zukunft wieder auch wichtige Formen gibt, die umschlossen sind. Ein Kriterium ist ja auch, oder die selbst gemacht wurden. Ein Kriterium ist ja auch, was kann ich als Künstler selbst machen? In der hochtechnisierten Welt kann ich ja mit bestimmten Mitteln, sagen wir mal mit Geldmitteln, 100 Autos produzieren lassen in 2 Tagen. Wenn ich jetzt Mercedes anrufe, ist keiner von Mercedes hier, und würde das Geld bieten, die bringen mir bis morgen 100 Autos. Kann man also, oder eine Rakete kann man bauen lassen, oder man kann einen Tunnel unter das Wasser nach England ziehen, das dauert ein bisschen länger, aber die Idee, heute Morgen wurde ja von Heinrich dem Löwen gesprochen und da fiel mir der lapidare Satz ein, wer herrschen kann, der macht auch Kunst, wenn man es mal so fasst, wenn man von Machen spricht. Wer herrschen kann, der Heinrich dem Löwen durfte ja hier herrschen, also hat er viel in die Wege gebracht, Gutes wie Schlechtes. Der moderne Künstler versteht sich aber ein bisschen anders, der besinnt sich ja eigentlich darauf, was er so selbst macht. Obwohl ich nicht ablehne, andere für mich tätig werden zu lassen. Aber ich will nämlich zu allen Seiten offen sein. Ich will vielleicht auch mal so wie Heinrich der Löwe ein bisschen rumreiten. Aber ich würde das nicht ablehnen, wenn mir so ein Posten mal angetragen würde. Aber der Künstler selbst besinnt sich auf das, was er selbst so auch auf seine Körperlichkeit machen kann. Denn dadurch gewinnen die Objekte auch eine gewisse Nähe wieder zu Menschen. Und deshalb war für mich das Kriterium hier, ich will etwas hier auseinandernehmen und vorführen können, auch ein ganz wichtiges künstlerisches Kriterium.
Kriterium. So. So, jetzt muss ich das mal ein bisschen drehen. Wenn es knackt, ist das das Geräusch des Ateliers. Lassen Sie mich ruhig schwer arbeiten, das ist in meinem Sinne. Ja, Künstler schwitzen mehr, als man glaubt. Ja. Wie ich eigentlich auf die Idee gekommen bin, mit Weltkugeln das als Thema zu bekommen, ist dadurch was passiert, dass ich mir plötzlich so, dass ich plötzlich in der amorphen Welt Flecken sah. Und man weiß ja auch, dass man zum Beispiel sagt, der italienische Stiefel oder der skandinavische Löwe, weil man große Zeichen, ich glaube, man nennt das Superzeichen, bildet, wenn man diese Sachen sich auf der Landkarte anschaut. Und bei dieser Reflexion darüber ist eigentlich für mich die Welt plötzlich dinglich geworden. Die Welt ist ja auch erst seit wenigen Jahren wirklich von außen zu sehen. Und sie ist erst in unserer heutigen Zeit mit hundertprozentiger Sicherheit untereinander abhängig. Wir versuchen aber, diese Abhängigkeit zu verändern und zu verkleinern. Und das können wir, wenn wir dann nach innen gehen. So. Ja, gleich kommen ein paar größere Teile. Bei dem vielen Ineinandersetzen verloren natürlich die einzelnen Teile immer mehr ihren ursprünglichen Charakter, dass sie tatsächlich wirkliche Erdteile abbildeten. Sie werden plötzlich so eigentlich, werden einfach große Flecken. Ach, hier ist noch viel. Wenn ich das jetzt hier so langsam tue, mir ist auch wichtig, dass diese einzelnen Situationen jetzt, skulpturale Situationen, sind, die ich auch als Möglichkeiten begreife, dieses Objekt auszustellen. Es wurde heute Morgen auch mal das Wort Monument ausgesprochen. Unter Skulpturen, wenn sie in den öffentlichen Raum gelangen, wird ja oft etwas Monumentales, von Skulpturen wird ja oft etwas Monumentales erwartet. Ich glaube, die Unsicherheit der Künstler in meiner Generation Monumenten gegenüber ist eine verständliche, weil eine positiv verstandene Unsicherheit uns alle beflügelt. Und zwar eine Unsicherheit jeglicher Wahrheiten gegenüber, die letztlich sich darin zeigt, dass die Welt wirklich verletzlich ist. So, jetzt muss ich Ihnen doch zeigen, dass da wirklich die alte Welt drin ist. Ja. In der Eile des Gefechts habe ich manchmal keine Schleifen gemacht. So. So. Das sind ja jetzt, hauptsächlich sind ja jetzt die Wasserkörper. Tja.
Nein, nein, ich wollte ganz allein die Welt beherrschen. Das ist auch ein Traum von Künstlern. Diese Dinge, die ich hier ja mache, haben irgendwie auch kein richtiges Oben und Unten. Eine Kugel ist ja so eine sehr geometrische Form, eine sehr interessante. Ja, was ich jetzt so miterleben, wenn ich das so drehe, das sind eigentlich auch die Sachen, die bei der Arbeit zu solchen Objektdingen führen. Nämlich dieses etwas in die Hand nehmen und damit im Grunde genommen spielen. Das ist ja auch damit gemeint gewesen, wenn man von den Dingen sprach, die man als Kind meint. Wir haben immer eine innere Welt. Erinnern Sie sich an diese Kugel von letztem Mal? Ja. Jetzt muss ich leider. Ja. Ja. Die stelle ich auch noch an. So. So, ich denke, jetzt habe ich mal dieses Objekt. Sie haben jetzt die Form als Weltkugel gesehen. Und jetzt sehen Sie mal die einzelnen Teile, die ich auch als Skulpturen oder Dinge begreifen will. Ich habe eben beim Mittagessen, sprachen wir ja auch über die vorangegangenen Vorträge, habe ich eine Ausstellung erwähnt von Harald Seemann vor vielen Jahren, ich glaube 64, When Attitudes Become Form. Das wäre auch ein Begriff, der mir wichtig wäre, diese Formfindung. Was ich ja hier mache, ist, ja, ich versuche Formen zu finden, die meine Befindlichkeit zeigen, aber auch eine Befindlichkeit anregen. Also mein eigentlich als Lebenswerk ist das ja bei mir so angelegt. Das ist das, was ein Künstler heutzutage macht. Er ist ja oftmals Formen verpflichtet. Und der Künstler, der mehr Dinge herstellt, mehr den Formen, wahrscheinlich der mehr im Malerischen arbeitet, Bilder. Formen sind aber auch Bilder und ich glaube, wir können die Begriffe nicht mehr so trennen. Ich glaube, was ich hier zum Ausdruck bringen wollte, ist, das sind, glaube ich, charakterliche Grundeinheiten von einzelnen Persönlichkeiten. Der eine neigt mehr zum Begreifen, zum Auseinanderreißen, zum Zusammenfügen, zum Aufbauen. Der Begriff Architektur wäre mir auch ein wichtiger, der ja auch hier mit einfließt. Und die zurückhaltendere Künstlerpersönlichkeit, die es auf der anderen Ebene belässt. Je weniger das Kunsthandwerk oder Kunst als nur Job verstanden wird. Vom modernen Künstler kann man das sowieso sagen, dass er Kunst als Lebensauffassung sieht. So mehr wird er auch dazu neigen, seine ganze Umgebung künstlerisch zu gestalten. Und diese Welt ist für mich jetzt ein Ding, was in meinen Räumen steht. Aber meine Räume selbst, wo ich mich befinde, wo immer ich es kann und Möglichkeiten sehe, werde ich auch so gestalten, dass ich sie mehr zu eigen mache oder uns zu eigen mache. Weil manche, vielleicht denken Sie auch an Kurt Schwitters, wenn man manche einzelne Teile hier sieht, dieses
dieser Märzbau, der ja auch hiermit zu tun hat, das sind ja meine Vorbilder natürlich, der ja auch aus seinem Atelier heraus nicht das Produkt bringen will, sondern im Raum konzipiert, aus seiner Arbeit heraus. Und das ist eigentlich, sehe ich auch als meinen geistigen Vater, aus dem Leben heraus zu versuchen, eine eigene Position zu formulieren, die einen, aber nicht um Leuten etwas zu sagen, sondern dem mir selbst ein Spannungsfeld bereitet, was ich sonst vermissen würde. Also im Grunde genommen ist es ein weiteres Spiel, was mit der Kindheit anfing. Und aus diesem Grund dachte ich, bringe ich mal die Kugel mit, beziehungsweise ich wollte sie auch ein bisschen überraschen, die Leute, die schon die kleinere sahen, dass ich, glaube ich, auch etwas sehr Gegenwärtiges im Moment zeige, denn das heißt ja Gegenwartskulptur. Gegenwart ist aber für mich, ich konnte das ja gar nicht vorformulieren, sondern das ist jetzt wirklich sehr gegenwärtig, weil was ich gerade hier mache, ist nur hier möglich gewesen. Gegenwart ist aber nur, wenn ich damit auch lebe. Also das ist eigentlich, Gegenwart kann für mich aber auch die ägyptische Skulptur sein, wenn ich da gerade in Ägypten bin oder ich so ein Ding habe. Oder damit darüber nachdenke. Ich glaube, ganz typisch für unsere jetzige Zeit ist aber diese Schwierigkeit mit dem Monumentalen und dass man wieder ganz individuell nach innen ins Suchen geht. Wir haben keine verbindliche Formensprache. Ansonsten wäre eigentlich meine jetzige Präsentation von mir selbst als bildender Künstler gemacht worden, denn ich bin ja auch heute noch in der Diskussion nach den Vorträgen. Dankeschön.